ja, einen extra Stream zur Verfügung gestellt bekommen. Gestern gab es nur einmal Entfernung. Sieh mal einer an. Und los geht's in die Piston-Round. Oh, und da geht Snacks halt einfach mal direkt durch. Aber kann keinen Kill draus machen. Pascha sucht sich das Duell in der Mitte, da sind zwei. Schöner Shot nochmal gegen Dennis. Und die Halle wird wahrscheinlich für Virtus Pro sein. Ziemlich sicher sogar. Ein Duell mit sehr viel Historie. JW am Hausmeister, aber er traut sich nicht raus. Und jetzt haben wir zwei Anna Langs. Snacks hat im Haus nochmal einen Kill gemacht. Wechselt sogar die Position auf den Friedhof. Flasher. Headshot gegen Bialy. Ein Spieler an Alang weg. Und sie kümmern sich jetzt nur noch um Alang. Lassen also Kurz und Haus offen. Snacks versucht dann also für Pascha abzulenken, wenn es da durchgeht. Aber Fnatic hat eigentlich zu wenig Spieler. Sie wollen tatsächlich nochmal Richtung Lang gehen. Pascha hat es jetzt gespottet. Snacks ist auch noch angeschossen. Der geht jetzt mit nach vorne. Und das war nicht mal die Bombe. Olaf Meister kann sie nochmal wehren. Macht einen Frag gegen Pascha. 3 gegen 3. JW schon an Alang vorne gewesen. Also... sie bekommen Snacks dann auch noch aus der Bibliothek rausgenommen. Unterzahl Retake für Virtus Pro. Und Diffuse Kit haben wir bei Tess. Flasher lenkt hier noch ab. JW schießt auch noch mit rein. Bisschen Schaden geht da durch, aber damit kommen die Virtus Pro-Spieler noch gut klar. Die Flash auf den Spot macht niemanden blind. Flasher zieht dann rum und JW vollendet. 1:0 für Fnatic zum Auftakt in diese Partie. Und es kann passieren, Virtus Pro, eigentlich auch ziemlich gute Deagle-Spieler dabei. Könnte man auch auf diese Deagle-Meta dann umsteigen. Aber sie machen einen Force-Buy mit CZ, P250 und einer Scout. Und da gehen sie mit 4 Leuten in die Banane. Aber Fnatic spielt das erstmal nicht an. Bleibt erstmal ein bisschen ruhiger. Jetzt gehen sie hinterher. Der Molotow verschafft ihnen ein bisschen Zeit und Raum. Aber es wird nachgesmoked. Immer noch 3 Spieler an B. Also, Virtus Pro will sich da früh festlegen. Pascha und Tess sind da an A. Crim smoked kurz ab und geht dann wieder zurück. Und das spricht jetzt doch dafür, dass Fnatic tatsächlich den B-Spot anspielen möchte. 2 Spieler an der Sand, in den Sandsäcken. Einer hat sich gezeigt. Da ist sogar noch ein Molotow. Und dann ziehen Snacks. Dann zieht Snacks da rum, macht den Kill. Bialy hinterher, der schnappt sich da die Waffe. Aber durch die Smoke, Olaf Meister mit dem Refrag gegen Snacks. Jetzt ist Fnatic da gebündelt, Banane unten. Bialy immer noch hier an den Sandsäcken. Kann keinen Kill mehr machen, aber Neo vorne. Kann gerefragt werden. Und dadurch hält er hier keine Position, um schnell zu verschieben. Pascha mit der Scout. Wird den Plant nicht verhindern können. Da ist kein Winkel für ihn offen. Geht in die Ruine rein. Vom Timing her noch so gut, dass er da eventuell den ersten abholen kann. Der Shot sitzt. Oh, und da war Dennis Low HP. Der hätte nur einen Schuss sitzen müssen. Ein One-on-Two für Tess. Der hat sein erstes Duell halbwegs verloren. Denn Crims hat noch 100 HP. Und Tess, er zieht sich zurück. Er wird die Runde an Fnatic freiwillig abgeben. Ja, nicht ganz freiwillig, aber er muss es halt machen. Will lieber die CZ hier saven. Er selbst hat keinen Kevlar. Da kann er vielleicht sogar noch einfach auf den Exit-Track sich bereitstellen. Aber da kommt keiner mehr Richtung Banane. Die sind alle über City-Base weg. 2:0. Und jetzt wird Virtus Pro natürlich nochmal durch eine Eco stapfen müssen. Und hier nochmal der eine Frag von Dennis. So, ein bisschen Stimmung in der Halle. Haben wir auch Stimmung im Chat? Gebt mal ein bisschen Gas, Leute, hier. Lasst die Ratschen glühen. B-Stack von Virtus Pro. Aber komplett. Also niemand, der an A auch nur für ein bisschen Ablenkung sorgt. Aber die HE ist halt wieder kräftig eingeschlagen.
Inzwischen sogar eine Standard-Nade. Viele Teams werfen da erstmal einen Molotow hin, dass niemand an der Kante abzielt. Ja, und Neon in Sandsäcken, jetzt gespottet worden. Dieser Booster drüber immer ziemlich gut, aber Flasche hat die gerade eine richtige Schelle kassiert. Neo versucht zum Sprung, aber Olofmeister rettet seinen Mate hier. Flasche nochmal ins Duell rein. Olofmeister schon mit 3 Kills. Dann kann er erst gestoppt werden. Jetzt wissen sie, dass da halt mindestens 4 Leute an B waren. Deswegen die Rotation direkt auf den A-Spot. Der ist komplett frei. Snacks und Tess haben sich hier ein paar Waffen geschnappt. Und die werden sie auch in die nächste Runde bringen. Nur ist die MacTender jetzt nicht so wichtig. Tess sollte seine UMP hier saven. Die kann man auch in der nächsten Runde spielen. Fnatic wird so oder so auf Helme gehen. Und da ist die MacTen natürlich nicht mehr ganz so kraftvoll gegen die Rüstung und den Helm. Gut, sie stehen zumindest so, dass ein Refrag gut machbar ist. Außer wenn Fnatic die Mitte runterläuft, was einer der Standardwege ist, um seine Waffen in Sicherheit zu bringen. JW zielt das schon ab und da geht Snacks auch langsam nach vorne. Aber verliert dann das Duell. Ja, und die Waffen kriegen sie auch gesaved. Sie mussten nicht mal vom Spot weggehen. Hatten genügend HP, um sich da einfach in den Sandkasten reinzustellen. 3 zu 0. So viel zur Pflicht. Jetzt folgt die Kür für beide Teams. Es geht darum, sich die erste Waffenrunde zu sichern. Versus Pro da erstmal im Vorteil. Können versuchen, Banane-Kontrolle auszuüben. Vielleicht auch was Aggressives im Haus zu spielen. Dem Gegner Möglichkeiten nehmen. Problem, wenn das nicht funktioniert. Direkt wieder eine Eco am Start. Und das wäre natürlich nicht ganz so gut. Deswegen wird man die Runde wahrscheinlich etwas sicherer angehen. Nicht direkt versuchen, die Banane aggressiv einzunehmen. Oh, und Fnatic, die haben einen Plan. Wir wollen direkt durchs Haus durchgehen. Vielleicht hat man sich da die Demos angeschaut. Die Flash gegen den Schornstein steht bereit. Sollte jetzt auch gleich kommen. Da gibt es den ersten Contact. Die Flash kam, aber man nutzt sie nicht direkt. Eine zweite hinterher. Oh, und der Spieler im Pit sieht gar nichts. Flash hat versucht, mal kurz durchzukommen. Da hat Bialy aufgepasst. Und sie ziehen sich wieder zurück. Also mit einem First Break hätten sie da wahrscheinlich noch arbeiten können. Aber so, dass sie Flasher verlieren, müssen sie da nochmal umstellen. Und das Problem ist, dass Banane tief abgesmoked ist. Deswegen erstmal Olofmeister hier mit den Sprays durch die Smoke. In der Hoffnung, dass er mit etwas Glück jemanden erwischt. Aber da ist nur noch Neo an B und der zieht sich dann zurück. Schön aufgepasst von Dennis, die kleine Lücke durch die Kiste auch nochmal fast drauf gewesen. Bialy an die Smoke gestellt, er dachte, er wird nicht gut gesehen. Aber das kann Dennis dann natürlich sofort bestrafen. Aber Pascha, auch ein kleiner Fehler von Olofmeister, der nicht ganz oder nicht weit genug zurückgezogen ist. Sofort hinterher, und er geht sogar noch in die Mitte. Grimms wollte nachschieben, Pascha mit dem Triple Kill. Nur noch JW aus dem Haus, der ist von Tess schon angesagt worden. Jetzt kann man natürlich in die Richtung schieben. Vom Haus hinten wäre Pascha dann da gewesen. Tess macht's alleine. Die erste Waffenrunde geht an Virtus Pro durch einen Triple Kill von Pascha in der Mitte. So, und Fnatic, die können auch mal nachkaufen. Für diese eine Runde hat es gereicht. Doppelmolotow, direkt Banane runter. Will Virtus Pro da direkt wieder vorgehen? Sie stehen erstmal sehr verteilt. Einer auf dem Spot, einer vorne am Sandkasten. Flasher und Olofmeister wollen die Banane wieder angreifen, aber kam die eine Smoke nicht wirklich gut. Olofmeister kann sich am Baum positionieren, ehemaligen Baum positionieren. Und das könnte jetzt eine Überraschung für Neo werden. Und er macht direkt den Doppelkill draus. Der B-Spot gefallen. Pascha muss die Beine in die Hand nehmen, wird aber ein paar Sekunden zu spät ankommen. Wenn er eine Smoke liegt, hat er eh keine Chance, direkt einen Frag zu machen. Aber die Smoke liegt nicht gut. Pascha könnte überlegen, da an der Smoke-Kante durchzugehen. Die ist jetzt vielleicht gecallt worden. Er geht hin, aber Flasher sieht ihn früher. Weiter weg von der Smoke-Kante gewesen. Da konnte er besser reagieren. Die Bombe wird jetzt auf B gelegt. Es gibt keine Folgerunde für Virtus Pro. Die hätten sich längst Richtung B bewegt, wenn sie das noch hätten versuchen wollen. Bialy bleibt im Sandkasten. Müsste eigentlich auch immer wieder einen Blick Richtung A lang werfen. Nein, muss er gar nicht. In der Mitte steht ja Tess.
Auf dem Quad, der kann ansagen, ob da Richtung Alang was durchgeht. So. Und den einen Frag macht er, 19 HP. Und jetzt kann JW natürlich überlegen, ob er den abfängt. Aber er verrät sich. So, und kriegt selbst nochmal einen Headshot. Jetzt wissen sie, wo beide Spieler sind. Das ist perfekt für Fnatic. Könnten die Bombe auch alleine lassen. Und jetzt einfach nur schauen, dass man Virtus Pro hier beide Waffen abnimmt. Bialy, der verteidigt das natürlich mit allem, was er hat. 15 Schuss sind's noch. Die Bombe jetzt hochgegangen. Test, 19 HP. Bialy macht da nochmal einen Frag und sie bringen beide Waffen durch. Nein, ich glaube, sie haben Test verloren. Das ist natürlich unglücklich. Hätten zwei Waffen sein können. So, und die beiden Entries haben es halt eigentlich schon geregelt. Also einfach mal zwei schnelle Headshots, Runde vorbei. Der Klassiker an der Banane. Da muss man eigentlich aufpassen, dass einem das so nie passiert. Aber alleine rumziehen ist halt auch blöd. Deswegen kann das manchmal so vorkommen. Crims. Das Haus kriegen sie erstmal kampflos. Ist nochmal eine Waffenrunde für Virtus Pro bei rausgekommen. Also es kann auch sein, dass sie das, die zweite Waffe gesaved hat, nur dass sie direkt gedroppt wurde. Fnatic arbeitet immer noch recht langsam, aber warum nicht? Es funktioniert ja. Neo war hochgeboostet auf die Mauer, aber mit der Flash muss er natürlich rechnen, dass jemand durch die Smoke durchgeht. Neo will direkt die Banane runtergucken. Banane komplett frei. Trotzdem verschiebt Snacks noch nicht von B Richtung A. Jetzt erst macht er sich auf den Weg. Das könnte auch noch rechtzeitig sein. Pasha oder Bialy könnten jetzt schon rüber Richtung Spot schieben und Tess hier im Sandkasten unterstützen. Flash gegen JW passt. Und ich glaube, er wurde dabei gesehen. Pasha hat nur die Max 7. Ein Kill, aber Dennis ist zum Refrag da. Bialy hat es auch zerlegt, sodass der Spot jetzt komplett frei ist. Boah, direkter Headshot gegen Tess. Fnatic schießt heute scharf. Neo ist alleine gegen 4 und wo soll er hin? Sie sind sogar schon auf dem Weg Richtung B, um ihn dort abzufangen. Es wird sogar schwer, die Waffe hier zu saven. Er hat kein Defuse-Kit, um da mit ein bisschen Glück zwischen den Gegnern durchzukommen, auf den Ninja-Defuse zu gehen. Also das wird, ich glaube, es ist fast schon die beste Position, an der er hier steht, um die Waffe noch zu saven. Vielleicht genau noch hier hinstellen, dass er nicht vom Gang geholt werden kann. Jetzt sieht er den ersten. Macht den Track. Aber jetzt wissen sie, wo er steht. Deswegen können sie schneller von B Richtung City Base laufen. Ja, den zweiten nochmal angeschossen. Das war, da wurde nochmal sozusagen ein Kill draus. Er bringt die Waffe also durch. Oh, das ist nicht gut für Virtus Pro. Also Geld ist, das Geld ist alle. Die haben eben noch mal nachkaufen müssen. Jetzt nur die eine Waffe durchgebracht. Sie spielen die Eco, bekommen nächste Runde 2400 dazu. Sollte passen. Wird aber auch wieder nicht perfekt sein. Man muss eine nicht perfekte Runde holen und sich dann langsam das Equipment erarbeiten, mit dem man eigentlich spielen möchte. Dennis zielt an, das Haus auch wieder eingenommen. Virtus Pro stellt aber auch nicht wirklich um. Also sie gehen nicht irgendwie im Haus mal aggressiver vor und fordern Fnatic da heraus, sondern sie lassen Fnatic immer spielen, immer rankommen, zumindest an A. Banane haben sie ja schon ein paar Setups versucht. Gerade in so einer Eco kann man auch mal was Aggressiveres spielen, um den Gegner zu überraschen. Aber das Abzielen von Fnatic ist natürlich genau darauf ausgelegt. Auf ein schnelles Gegenspiel vom Gegner. So, jetzt hat das nächste hier seine Gelegenheit. Aber Crimps hat da keinen Schaden bekommen. Jetzt Tess vorne. Hat den Fuß noch gesehen, ja? Kurz mal das Beinchen gezeigt, aber Crimps, also das ist halt der Vorteil mit der AK. Pascha. Oh, spielt da mit seinem Leben. Und Crimps hätte ja auch mal
kurz drüber nachdenken können, nach links durch die Smoke abzuziehen. Das war die Ansage von Crims, dass noch niemand durch die Smoke Richtung kurz abgehauen ist. Deswegen dieser Spray durch die Smoke. Neo versucht mit der M4 da noch allein zu verteidigen, aber er hatte hier auch wieder eine unmögliche Aufgabe, alleine zwei bzw. drei Positionen abzuzielen. Und Fnatic war vom Timing her auch wieder durch. Jetzt ist Bialy halt nur noch auf der Jagd, ob er hier irgendwo einen Frag ziehen kann, die Waffe noch mitnehmen. Zumindest wieder eine Waffe in der nächsten Runde. Das wäre doch mal was. Aber er hat auch nur die USP. Dennis wäre schon angeschossen. Der wird vom Spot noch weglaufen. Aber es ist Crims unterm Quad, der ihn jetzt ansagen kann. Damit weiß Dennis, in welche Richtung er abhauen kann, ohne dass Bialy ihn holen wird. Und das ist nun mal die City Base. Da ziehen sie sich jetzt zurück. Flasher geht auch noch Richtung Bibliothek. Vom Timing her reicht das auf jeden Fall. Sechste Runde für Fnatic. Und Virtus Pro in der nächsten Runde wieder mit den Waffen. Und jetzt muss mal ein bisschen Stimmung in der Halle aufkommen. Damit Virtus Pro hier mal den Support mitbekommt. Es läuft nicht gut. Es geht immer noch darum, hier im Turnier zu bleiben. Wer verliert, ist raus. Und bisher sieht es deutlich besser aus für Fnatic. Wirken fitter, wacher. Aiming auch on point gewesen. Da haben wir ein paar starke Shots schon gesehen. Ja, die erste Nate-Banane runter, die nimmt man als T meistens in Kauf. Die zweite tut noch ein bisschen mehr weh. Sie spielen, glaube ich, wieder das Türmchen aufs Quad. Neo versucht hier den Spray. Da gab es eine gute HE gegen Snacks. Der hat nur noch 51 HP. Noch überhaupt nicht wirklich im Spiel drin gewesen, Snacks. Aber das kann man von keinem der Spieler hier behaupten bei Virtus Pro. Haben wir auch erst eine Runde geholt. Zu dritt an kurz ist auch interessant, vor allem weil man keinen Blick Richtung Haus hat. Dann hat Scrims direkt geschafft und er macht auch noch einen zweiten. Aber Tess mit dem Doppelkill und aus dem Haus kommt dann JW raus. Sie wollten einfach nur kurz abblocken. Das 1-on-2 ist eine machbare Aufgabe für Neo, der über die City Base Richtung A schiebt. Er kommt über Alang und geht erstmal Richtung Mitte, aber da wird er sofort abgesmokt. Schnappt sich das Diffuse-Kit, verschafft ihm nochmal ein bisschen extra Zeit. Die Bombe noch nicht gelegt, jetzt kommt der Plant. Aber davor nochmal der Molotow raus. Den kann Neo jetzt auf jeden Fall abwarten. Die Smoke hinterher stört ihn da schon mehr. Und ja, da muss er durch die Smoke schleichen. Olaf Meister zielt die ab und das ist ein ganz einfacher Kill. 7:1 für Fnatic. 7 T-Runden bis jetzt. Und sie haben Virtus Pro halt komplett an den Eisbären-Eiern. Denn die werden hier direkt wieder überlegen müssen, ob sie eine Eco machen und danach kaufen oder es nochmal mit einem Force-Buy, also mit UMPs versuchen. Und das wird einfach keine leichte Entscheidung. Und deswegen die taktische Pause. Und seht euch die Gesichter an. Neo, kleine Selbstmaniküre. Pascha, ja gut, der schaut sogar noch ganz normal. Ja, da sind die Fans. Die wollen natürlich nicht, dass Virtus Pro hier rausfliegt. Ja, und so langsam wachen die auch wieder auf. Aber man sollte Virtus Pro nie auszählen. Und das wird Dabu gestern beim Nip-Match auch gesagt haben. Ali wieder hinter die Sandsäcke. Diesmal wieder 3B, obwohl Fnatic die letzten Runden immer A angespielt hat. Vielleicht gibt es da jetzt hier zur Eco nochmal was anderes. Die Nate nach vorne kommt nochmal gut an, aber sie verlieren Tess bei der Aktion. Fascha hat halt immer noch 62 AP. Ist zumindest gut für die P250 und die CZ. Braucht man nicht mehr so viele Hits. Aber zu dem Duell muss es auch erstmal kommen. Fnatic, die werden, glaube ich, auch im Gefühl haben, dass da eventuell ein Stack auf B ist. Trotzdem legen sie sich jetzt schon fest und werden den B-Spot anspielen. Schieben alle nach oben. Ein Kreuzfeuer. Bialy sollte auf dem Blumenkübel sitzen, dann stört ihn die Smoke nicht. Ah, er sitzt nicht auf dem Blumenkübel. Eine Gegenflash. Weil es müsste eigentlich eine Teamflash gewesen sein. Ja, Olaf Meister und Dennis machen die Kills. Runde vorbei.
Pascha. Ah, da wird er nichts mehr. Er wird halt nur noch abzielen, ob da jemand in die Ruine reinläuft. Und selbst wenn sie reinlaufen, werden sie das Eck hier überprüfen, weil es einfach möglich ist. Vielleicht kann Snacks damit der Deagle nochmal ein bisschen Schaden machen. Wäre halt auch gut, wenn Virtus Bro hier zumindest mal noch ein, zwei Kills rauszieht. Denn ansonsten kann Fnatic einfach so viel Geld zurücklegen. Sie haben jetzt schon jede Menge zurückgelegt. Irgendwo muss man einfach mal anfangen. Ja, da kann Pascha auch ruhig nochmal reinrennen, aber es zeigt sich niemand. Alle über die Banane weg. Und überleben das wahrscheinlich auch alle. Und das ist natürlich perfekt fürs Geld. Virtus Pro. Geld ist jetzt genug da. Man könnte auch eine AWP kaufen. Und versuchen mit der AWP die Banane zu halten. Da mal die Anfangsduelle gegen Olaf Meister und Flascher versuchen. Ich glaube, reines Abwarten wird Virtus Pro hier nichts bringen. Fnatic spielt zwar recht langsam, wartet auch auf Duelle. Aber es wird mal Zeit, Fnatic so ein bisschen in eine ungemütliche Position zu drängen. Und Pascha hat die AWP. Er zielt die Mitte an. Einen Fuß gesehen. Jetzt wird er da noch ein bisschen warten. Aber zu lange kann er das auch nicht machen, denn über falsche Mitte kann natürlich nachgeschoben werden. Banane auch nicht abgezielt. Pascha. Ja, Mitte gehört noch ihm. Hausmeister können sie allerdings raus. Sie smoken sogar Mitte ab. Und dann zieht Pascha sich noch weiter zurück. Jetzt hat er noch einen Blick Richtung Haus. Vier Spieler an A. Also es muss jetzt eine Runde für Virtus Pro sein. Sie haben genug Equipment, um zu verzögern. Da fliegt nochmal eine HE rein. Die macht ein bisschen Damage. Die Flash nach vorne sitzt gut. Hat einen Spieler gesehen, aber Snacks kommt einfach nicht dahin, um den Frag zu machen. Zieht sich noch weiter zurück. Lässt Pascha arbeiten, aber der bleibt an der Kante hängen. Der Bizeps zu groß. Olaf Meister wird getaggt, aber sie kommen durch. Und jetzt müssen sie die Spieler aus dem Pit rausholen. Nochmal abgesmoked und Biali und Tess, die machen ihre Frags. Also Snacks hat noch einen Kill gemacht. Tess hat sich verraten. 2 gegen 3. Die Bombe rotiert sogar nochmal rüber Richtung B. Und da ist gerade kein Virtus Pro Spieler mehr. Fnatic also nicht all in gegangen mit dem Move, sondern die Bombe weit hinten gehalten. Und jetzt können sie das Ganze über den Retake ausspielen. Auch das ist nochmal gut zu machen. Hatten zwar keine Smoke, um hier durchzukommen. Der Plant gelingt allerdings und Flasher, der ist hinten ins dunkle Eck rein. Die AWP kann in der Banane erstmal anzielen. Sollte Flasher hier sterben, aber macht erstmal den Kill und jetzt kann er sich natürlich ganz defensiv verhalten. Irgendwann muss JW ihm da helfen. Snacks ist jetzt schon am Beet hinten durch und an den Särgen. Und dann ist JW zur Stelle. Kommt nochmal in die Deckung. Flasher zieht rum. 9:1. Auch diese Waffenrunde kann sich Fnatic hier sichern. Und ich würde hier nicht mal von einer Überrotation sprechen. Da war eigentlich der Go auf den A-Spot geplant, nur hat man da nicht schnell genug reagiert und einen Spieler zurück auf B geschickt. Und man wollte in den Überzahl-Retake und der gelingt dann einfach nicht, weil man zu viel Equipment gebraucht hat, um Fnatic an A abzublocken. Uiuiui, wir bewegen uns hier gerade auf eine... Es wird eine zweistellige Halbzeit für Fnatic. Zweistellig in den... T-Runden. Da hat man zwar ein bisschen was investiert. So, und eine Klarstellung an der Stelle nochmal, den Timer. Über den habe ich keine Kontrolle. Wir bekommen das Bild direkt aus Kiew. Und wenn er eingeblendet wird, dann kommt das nicht von mir, sondern von der Starladder-Produktion. Ich weiß, dass es da gespaltene Meinungen drüber gibt. Aber lebt einfach mal damit. So. Dennis, ja, schön. Arbeiten hier gut mit den Molotovs entgegen. Und Dennis macht auch noch den Frag gegen Biali. Also den haben sie einfach aus der Ecke rausgelockt. 2-Mann-Überzahlsituation. Ich meine, das kann noch kippen. Aber Tess ist an der Position. Gut, er ist jetzt im Pit drin. Er stand vorher mitten auf kurz. Er muss, wenn dann, aus der Deckung heraus versuchen, 1, 2, im besten Falle 3 Kills zu machen. Er ist ein wirklich guter CZ-Spieler.
So, und er versteckt sich hier jetzt erstmal. Aber das ist eine Position, die von den Spielern, die runterspringen, geprüft werden. Er vergibt nochmal einen Headshot. Aber es ist ein HP bei Crims. Der kriegt 99 Damage, dieses 99 in 1 von der CZ. Ich glaube, da kann Tess sogar froh sein, dass er den Schaden nicht angezeigt bekommt. Denn das wäre, das hätte ihn hier natürlich aufgeregt. Er gibt ihm den Headshot mit, aber der Kill kommt nicht rein. Wieder eine Flawless Round für Fnatic. Virtus Pro, sie können wieder kaufen, aber sie sind nicht nur gefühlt jede zweite Runde in der Eco, sie sind jede zweite Runde in der Eco. So, das sah so aus, als hätte Kuben da ein Problem mit seinem Team zu kommunizieren. Pascha jetzt mit der AWP im Haus, Flasher. Oh, wow, wow, da ist die Smoke nochmal gedotzt, da ist er fast CSGO geworden. Aber geht am Ende doch nochmal auf. Olofmeister. Na, erstmal wieder kleine Sprengfalle da in die Banane hochgeworfen. Crims mit dem First Frag. Und er versucht es noch weiter hier durch die Wand. Man hat auch hier einen sehr schönen Winkel, falls da jemand den Hausmeister durchpusht. Virtus Pro lässt jetzt Alang nicht komplett offen. Da steht noch Snacks mit der AWP. Im Haus sind Tess und Pascha unterwegs. Aber kurz wäre halt sehr gut, vor allem leise einnehmbar. Das kann Fnatic aber eigentlich nicht machen, weil es zu viele Positionen sind. Sie werden irgendwann das Tempo anziehen müssen. So, und hat Crims gerade weggeschaut. Unglücklich, aber er kann ansagen, dass Tess hier aus dem Hausmeister rauskommt. Der bekommt trotzdem noch seinen Kill. Jetzt geht's Next nochmal nach vorne. JWs Position ist bekannt. Es gibt immer noch die Möglichkeit, Richtung Banane zu schieben. Und Virtus Pro hat gerade zu wenig Informationen, um einen zweiten Spieler Richtung B zu schieben. Die Bombe jetzt in der Banane drin. Es wird Neo alleine an B sein, der die Runde in Richtung Virtus Pro drücken muss. Und sie versuchen sogar noch JW hier als Backstabber reinzubekommen. Die Smoke gegen Snacks, aber der kann vorher nochmal den Kill machen. JW ist da ein bisschen zu früh rumgegangen. Neo wird da unglücklich erwischt. Er dachte, er hätte die einzigen beiden, die hier auf den Spot laufen. Jetzt haben wir das 2 gegen 3. Und Virtus Pro, die gehen nicht in den Retake, die saven. Virtus Pro spart die Waffen. Das wird Runde Nummer 11 für Fnatic. Und dann sind nur noch 3 zu spielen. Und sie saven halt die Doppel-AWP. Ich habe hier eigentlich mit einem Fragfest gerechnet, aber nicht mit so einer Überfahrt von Fnatic. Vielleicht kann man das noch in der zweiten Halbzeit ausgleichen, aber das wird so schwer für Virtus Pro. Ja, also, da stirbt man sogar noch absichtlich. Man hat einfach so viel Geld. Fnatic verliert ja kaum Spieler. Also das ist schon... Das sieht aus wie ein Klassenunterschied, aber eigentlich ist es das nicht. Eigentlich sind beide Teams auf Augenhöhe. Nur gerade nicht in dieser Partie. So, also es ist nochmal Geld vorhanden gewesen. So, Snacks sollte schnell in die Banane reinschauen. Oh, da ist Fnatic sogar gut aufgereiht. Smoke nochmal nach vorne, aber da kommt der nächste Molotov. Er könnte sogar hinter die Fässer gehen. Triple Nate da rein. Snacks hat natürlich mitgezählt. Und jetzt wartet er auf das Türmchen. Und, oh, er schießt daneben. Da war halt wieder eine Gelegenheit. Und wieder lässt man sie ungenutzt. Er versucht es mit den Bangs. Durch die Smoke nochmal angeschossen worden. Beide springen sie darüber, um die Infos zu sammeln. Oh, da läuft gerade gar nichts für Virtus Pro. Interessant auch, dass Fnatic halt überhaupt nicht Richtung A arbeitet, sondern sie haben sich von Anfang an hier auf B eingeschossen. Da war gerade eigentlich so viel Stress, dass Virtus Pro schon jemanden rüberschieben könnte. Ja, und das machen sie. Viali ist schon unterwegs. Jetzt kommt die Smoke. Viali ist aber eigentlich noch rechtzeitig da, könnte in die Ruine rein und dann unterstützen. Ah, die Smoke. Zumindest die Richtung Kabeltrommeln kam an. Pascha hat jetzt am Haus den ersten Frag gegen Crims gemacht. Jetzt gehen sie vor. Merken, okay, die Smoke liegt kacke. Neo steht weit hinten, sodass er nicht direkt über die Smoke drüber schauen kann. Spray
fast daneben gegangen. Snakes hier, das ist ein Move, den wir brauchen. Doppelkill von Snakes. Dennis holt ihn. Der bekommt sogar noch Bialy, aber dann ist Neo zur Stelle. Virtus Pro endlich wieder da. Snakes mit dem Doppelkill. Aber irgendwie sah auch das sehr krampfhaft aus. Vor allem aber von Fnatic, die sich da von Anfang an auf B versteift haben. Sehr unflexibel gespielt haben in der Runde. Ja, und haben sie sich schön aufgereiht. Und natürlich ist noch Geld bei Fnatic da. Zwei Runden noch zu spielen. Die werden wahrscheinlich gar keine Eco einlegen müssen. In der Halbzeit. Diesmal bauen sie wieder mehr Richtung A auf. Virtus Pro. Oh, und JW mit dem First Track im Haus. Ja, es kommt eine Rotation. Snakes schiebt mit der AWP jetzt Richtung A lang. Wie früh geht Tess auf den Spot? Bialy mit einem Doppelkill. Aus dem Haus kommt JW raus. Hat Tess dann bekommen. Und da ist Snakes zu spät, um den Bombenplant zu verhindern. Hier noch ein kleines Duell gegen den Spot. Da steht keiner. In der Mitte passt Olaf Meister auf Snakes alleine gegen drei. Und wahrscheinlich werden sie hier jetzt auch direkt resettet. Da gab es einen kleinen Headshot mit dem Free Fire. Und Flasher holt ihn einfach so. Snakes hat ihn nicht mal gesehen. Und kassiert einfach nur. 12 zu 2. Eine Runde noch. In dieser Halbzeit. Und Virtus Pro braucht die dritte Runde. Die hätten eigentlich auch 5 oder 6 Runden gebraucht. Aber die müssen jetzt alles in die Waagschale werfen. Einfach nur runterkaufen, was geht. Und vielleicht einfach mal nach vorne gehen, Fnatic. Hier beim Granatenwerfen erwischen. Aber die zielen auch immer ab. Also Fnatic spielt hier mit bombenstarkem Aiming. Guten taktischen Entscheidungen. Guten Rotationen. Es passt sehr vieles bei Fnatic. Und wie geduldig die das spielen. Dass die bei so einem Spielstand nicht einfach nur nach vorne laufen. Das zeigt, wie ernst ihnen diese Partie ist, dass sie hier nicht anfangen zu daddeln. Dennis, jetzt geht's auch langsam Richtung Mitte. Banane nicht oben eingenommen. Neo steht da nur alleine. Virtus Pro geht damit auch ein hohes Risiko ein. Denn Neo hat null Informationen, ob die Banane angespielt wird. Die ganzen Schüsse hier an A halten die Spieler auch erstmal beisammen. Auch im Haus wird da wieder einiges versucht. Das ist wieder JW. Und JW macht sogar den First Track gegen Bialy, der am Spot stand. Dennis mit dem Doppelkill gegen Alang. Jetzt ist es nur noch Tess im Pit. Der kann zumindest einen machen. Geht auf den zweiten, aber das Duell verliert er. Ein 1-on-4 für Neo. Da muss ich euch keine Märchen erzählen. Das ist wahrscheinlich das 13 zu 2 für Fnatic. Neo. Ja, er sieht nochmal eine Deagle. So eine Waffe kann Runden entscheiden, aber es ziehen ihn jetzt schon zwei Leute an. Und er lässt sich halt auch viel Zeit mit dem Duell. Versucht's da nochmal mit einer Fake Flash. 13 zu 2 zur Halbzeit für Fnatic. Das ist nicht das Virtus Pro, das man auf so einem Offline-Turnier sehen möchte. Und das, da wird wahrscheinlich auch einfach nur Totenstille herrschen im Teamspeak. So, und während ihr hier nochmal die Highlights genießen könnt, gebe ich kurz ab in die Pause. Wir sehen uns gleich zur Halbzeit Nummer 2. We'll be right back.
Wollt ihr mich jetzt verarschen? Einfach nochmal 50 Sekunden Countdown draufgepackt? Ich wollte gerade sagen. Willkommen zurück hier zur Halbzeit Nummer 2. Boah, und war das gerade eine Packung, die Virtus Pro da kassiert hat. Ha? Da wird nochmal abgeklatscht und gesagt, hier auf T-Seite rasieren wir die jetzt. Damit die irgendwann alle so aussehen wie Tess und Kuben. Gerade bei Kuben sieht man total, dass das rasiert ist auf dem Kopf. Und Virtus Pro. Besser gesagt, Fnatic, die möchten nicht, dass Virtus Pro hier überhaupt noch eine Chance hat. Die Pistol Round wird entscheidend. Und wir haben Aim-Monster bei Fnatic, die mit der USP umdrücken, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also da muss Virtus Pro sich gehörig anziehen. Und Olaf Meister ist hier schon am Haus durch. Sagt an, dass die falsche Mitte nicht direkt angespielt wurde. Aber das ist eine Fehlinformation. Immer noch 4 Leute hier. War ihm dann doch ein bisschen zu heikel. JW schließt die Banane aus. Und Flascher wartet, bis er in Position ist. Ich glaube, er will noch für ihn ablenken. Pascha wartet nur, ob da jemand vorschleicht. Und jetzt gibt es erstmal den Go in die Mitte. Vielleicht packt Virtus Pro hier nochmal ein Fake aus. Hier gibt es erstmal ein Türmchen über die Smoke. Dennis, das Timing hier gerade verpasst, aber der drückt halt den ersten nochmal um. Crimps hinterher. Schöner zweiter Headshot. Jetzt wollen sie hier in die City Base rein, damit sie den B-Spot splitten können. Aber Flascher ist an der Bibliothek noch zur Stelle gewesen. Es muss jetzt wohl auf den A-Spot drauf gehen. Und Olaf Meister ist nicht gespottet worden. Olaf Meister zieht nochmal rum. Jetzt weiß man, dass der A-Spot frei ist, aber die Spieler von Virtus Pro sind voneinander getrennt. Neo hat jetzt Olaf Meister bekommen. Die Bombe schiebt doch nochmal Mitte runter und wird auf den B-Spot draufgehen. Die falsche Ansage für Fnatic, denn die sind nochmal zurück auf den A-Spot gegangen. Sehr viel Verwirrung hier in der Pistolenrunde. Und Neo, er kommt nochmal durch. Der Plant wird auf jeden Fall gelingen. Beide Spieler, oder alle Spieler besser gesagt, die jetzt noch leben, mit einer USP bewaffnet. Flascher versucht es mit den Distanzshots, wartet noch, bis sein Mate in der Banane in Position ist, damit man den Retake hier auch ordentlich ausspielen kann. Oh, und da fehlt es aber an den nötigen Klicks und es ist nur noch Crimps. Im 1 gegen 2 hat ein Diffuse-Kit. Er weiß, er muss an der Ruine und hinten im Delta aufpassen. Ein Duell sollte er forcieren. Hat er nochmal einen Hit abbekommen. Jetzt weiß er, wo beide stehen. Und damit wird die Runde nicht unbedingt einfacher. Schöner erster Shot. Der holt auch noch den zweiten. Crimps klatscht es. Aber reicht das von der Zeit? Das sollte reichen. Jawohl, wir sehen ja oben die Zeit runterlaufen. Das passt. Die Pistol Round, sie geht an Fnatic. Und da zerstört Crimps einfach mal die Träume von Virtus Pro. Triple Kill insgesamt. Und dass der letzte da noch reingeht. So, und Virtus Pro geht natürlich in den Force Buy. Und wenn das nicht gelingt, müssen sie nächste Runde halt direkt nochmal ein Force-Buy spielen. Es hängt so viel von dieser Runde jetzt ab. AK und UMP, da hat man ordentlich zusammengelegt. Kurz Block wird von Fnatic gespielt, aber es geht Richtung B. Und Virtus Pro, sie haben halt so eine schwache CT-Seite hingelegt, dass sie hier eigentlich keinen Raum für Experimente haben. Die müssen jetzt durchziehen. Snacks zumindest mal mit einem Entry. Auf dem Spot ist Flascher jetzt alleine. Seine HE stört niemanden, aber er hat gesehen, dass sie da einen Turm gebaut haben. Und er kriegt den zweiten Kill halt auch noch durch die Smoke. Der Reload geht nochmal durch. Crimps schnappt sich Neo, der dann die Mitte oben nochmal ein bisschen anfaken wollte. Flascher verändert die Position zum Delta, holt auch noch den dritten, die Bombe down. Flascher hält hier einfach alleine den Spot. Tess weiß, dass da irgendjemand an der Smoke unterwegs ist. Und Dennis hat das richtige Timing, holt ihn auch noch. Die 15. Runde für Fnatic. 13 Matchbälle. Für Fnatic 13 Möglichkeiten, um Virtus Pro hier aus dem Turnier zu schmeißen. Und da natürlich auch der Hinweis auf die nachfolgende Partie. Face gegen North. Das wird dann, meine ich, das erste Match sein, in dem es auch um das Weiterkommt. Und hier geht Crimps. Aggressiver Peak. Natürlich wieder ein Force-Buy.
Olofmeister. Oh, der will sogar wissen. Geht durch die Smoke. Schnappt sich da noch einfach Snacks durch die Smoke. Nochmal ein Hit gegen Bialy. Der kann hier zumindest den Reflect machen, aber sie haben zwei Spieler verloren. Die Bombe down. Wollten in der Runde mal Richtung A arbeiten. Das hat halt nicht funktioniert. Zumindest bis jetzt noch nicht. Immer noch drei Spieler von Fnatic auf dem A-Spot. An der Banane hat man keine Kontrolle, nur ein sehr defensiv stehender JW, der da abzielt. Und Tess, der kann sich Crimps schnappen, aber der holt vorher auch nochmal einen Frag. Auf die Distanz fehlt der letzte Schuss gegen Dennis. Nur noch Bialy im 1 gegen 3. Die Bombe hat er unten erstmal liegen lassen. Weiß nicht, die kann er jetzt auch genauso gut mitnehmen. Schnappt sich die M4. Und er zielt. Jetzt wird er angezielt. Nice, es passiert. 16 zu 2. Virtus Pro wurde auf dem Turnier hier komplett zerstört. Das einzige Match, das sie hier gewinnen konnten, war gegen MVP Project. Und ansonsten haben sie nur einstellig verloren. Und damit konnte man irgendwie nicht rechnen. Also das war... Ich bin gerade komplett sprachlos, dass die Partie hier so eindeutig davon ging. Und das bedeutet für mich auch, dass wir diesen Sieg von den Ninjas in Pyjamas gestern auf keinen Fall überbewerten dürfen. Ja, da gibt's natürlich nochmal den Applaus, aber das hat sich die Crowd natürlich anders vorgestellt. Genauso wie Virtus Pro. Fnatic bleibt also im